Hallo Spielfreunde, wir waren übers Wochenende im Südtirol und ich wollte euch ganz kurz zeigen, was wir alles geshoppt haben. Da gibt es ja auch Spielzeugläden, wo man sich richtig austoben kann. Und was wir gekauft haben, das seht ihr jetzt. Ein kleiner Haul aus dem Südtirol. Los geht's! Beginnen wir mit der super süßen, wunderschönen Barbie. Was ich so schön an ihr fand, ist, die hat eine Zahnspange. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, aber ja, ich fand die mega schön und einfach ja, besonders und die musste mit. Dann haben wir sowas gefunden für unseren Forscherjungen. Der liebt das ja, das habt ihr schon bei diesem Triops mitbekommen. Das ist einfach so ein Becher, hier kann man ja den Käfer halt reingeben, kann ihn dann mit der Lupe anschauen und ihn dann wieder freilassen. Genau. Weiter geht's. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe in diesem Spielwarengeschäft einen Magic Mixi Topf gefunden und ja, ich freue mich schon so, was da drinnen ist. Bin gespannt. So. Machen wir weiter. Das ist ein super süßes Einhorn, ich würde sagen Tagebuch. Ein Stift ist dabei, kann man auch so rausnehmen. Und genau, hier ist auch ein Schloss dabei, das kann man dann auch abschließen, wenn man nicht möchte, dass jemand die geheimen Notizen da mitliest. Und ja, ein Auge macht es zwinkert so und es ist kuschelig weich. Dann, mein Sohn ist ja ein Bakugan-Fan. Wir haben da ja auch schon euch unsere, beziehungsweise die Sammlung von ihm gezeigt. Ja, er hatte schon recht viele, die er sich da gewünscht hat und dann ja, geschenkt bekommen hat. Und sowas hat er jetzt noch nicht mit so einer Platte. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und er hat sich mal riesig gefreut. Zu guter Letzt habe ich in verschiedenen Supermärkten dort, wenn wir halt einkaufen waren, Kinder-Joy gefunden mit diesen Funko-Figuren drinnen. Und ja, ich bin gespannt, welche wir bekommen. Ich habe zweimal so ein Dreier-Set genommen und einfach drei einzelne. Und ja, ich werde die nächste Zeit mit euch öffnen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet beim nächsten Video ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!